Spiel 2. Hallo Joko, hallo Klaas. Hallo. Das nächste Spiel erklären wir euch an zwei Beispielen. Das hier ist mein neues Lieblingslied. Ein echter Knaller. Ich sehe das ein bisschen anders und ich habe meine eigene Interpretation vorbereitet. Ja, ist Geschmackssache. Welcher Song das jetzt ist, das überlassen wir eurer Spekulation. Mal mir das Lied vom Tod. Mal mir das Lied vom Tod, das klingt jetzt natürlich viel martialischer, als dieses Spiel ist. Ihr müsst, und das haben Dennis und Benny eben gerade so ein bisschen schon versucht zu erklären, in diesem Spiel diverse Songs erraten, die auf ganz bestimmte Art und Weise übermitteln. Kommt einmal hier hinter unseren Kubus. Ich erkläre euch das an dieser ersten Runde. Ich nehme die Glosch ab und darunter seht ihr einen Obstkorb. Anhand dieses Obstkorbes oder des Obsts müsst ihr den Song Tutti Frutti darstellen. Little Richard. Ich gebe euch immer 5 zur Auswahl. Okay? Ah. Mhm. Wer redet, wer übermittelt? Als Erste in der ersten Runde. Ihr könnt ja wechseln. Willst du übermitteln? Übermitteln, ja, hätte ich auch. Ja, gehört. Dann rate ich. Okay. Gut, ich kann euch jetzt schon mal sagen, in der ersten Runde geht es um Songs von Katy Perry und wir spielen nach dem Gewinnbaum-Prinzip. Und jetzt muss ich Katy Perry-Songs damit nachbauen. Ja, es geht, also ihr gewinnt diese Runde oder dieses Spiel und einen Vorteil, wenn ihr 9 von möglichen 15 Punkten macht. Ich setze mir hier so ein Dings auf. Genau, das und Kopfhörer. Gut, tschüss. Tschüss. Aber setz dich hin, bitte. Ja. Ich habe Angst, dass ich das Spiel nicht verstanden habe, aber das habe ich. Nee, ich wollte das erst sagen, wenn er die Dinger aufmacht, weil das ist immer so unangenehm. Finde ich auch. Weil es immer so unangenehm, wenn ich dann vor ihm sage, ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Nee. Aber aus dem, was hier liegt, ich bin gerade jetzt schon überfordert, was soll das sein? Dark Horse oder? Ich zeig dir mal die 5, ja, die zur Auswahl stehen. Dark Horse. I Kissed a Girl, Raw, Dark Horse, Last Friday Night und Hot and Cold. Und den Song, den du jetzt mit einem Obststillleben darstellen sollst, beziehungsweise übermitteln sollst. Einen von denen? I Kissed a Girl und dafür hast du jetzt 60 Sekunden Zeit. I Kissed a Girl? Ja, deine Zeit läuft ab jetzt. Okay. Also du kannst die Oberfläche des gesamten Kubus nutzen. Ja, Entschuldigung, die muss ich aufmachen. Ich sag dir zwischendurch die Zeit. Ne? Ja, das wäre gut. Oh, die geht nicht auf! Beiß sie auf, beiß sie auf! Ah, sehr smart, 30 Sekunden. Das finde ich gut. Ja, danke schön. Ja. Boah! Wollen wir das hier noch... Ah ja, entfernen. Also dafür, dass du es nicht verstanden hast, bin ich richtig stolz. Naja, es ist natürlich schon eine krasse Grundintelligenz bei mir vorhanden. Komm, ich stell dich hier an die Seite. Ja. Tu es mir gefallen? Ja. Küsst du ihn auf den Mund? Jetzt? Nein. Okay. Nein, hör auf. Es geht um Katy Perry-Songs und ich nenne dir die Auswahl und einer davon ist der Song, den Joko dir übermitteln wollte. I Kissed a Girl, Raw, Dark Horse, Last Friday Night oder Hot and Cold. Da oben stehen sie nochmal für den Fall, dass du nicht so schnell mitgekommen bist. Welchen Song? Naja, also es sieht ja aus wie ein Küsschen, ne? Wenn die beiden küssen würden. Deswegen würde ich sagen, I Kissed a Girl ist das. Und das ist unfassbar, das ist der erste Punkt für euch. Sehr gut. Genau das. Ja. Ja. Schön, hat er gut gemacht. Erster Punkt, Gewinnbaumprinzip. 9 Punkte braucht ihr, um zu gewinnen. Vielen lieben Dank. Klar, riesen Applaus bitte einmal für unsere Helping Hands. Die machen das immer ganz toll. Nächste Runde. Und zwar könnt ihr jetzt dieses Smartphone einsetzen. Mhm. Und Folgendes sollt ihr damit tun. In Runde 2 geht es um bekannte Indie-Rock-Songs. Und ihr müsst den zu findenden oder zu erratenden Song anhand nur eines einzigen Fotos übermitteln, das ihr hier innerhalb des Studios schießt, ohne irgendetwas zu inszenieren. Also ihr dürft nichts umstellen, nichts basteln, nichts machen, sondern nur ein Foto schießen. Du willst ein Foto machen, ne?
Ja, okay. So. Gut, also warte einmal ganz kurz auf Joko. Klaas, du hast 60 Sekunden Zeit für das Foto und ich sag dir gleich, welche Songs zur Auswahl stehen und welchen du bitte... Kann ich das schon mal so anmachen? Dass die Songs, die zur Auswahl stehen, sind Californication, Red Hot Chili Peppers, Last Resort, Papa Roach, Boulevard of Broken Dreams von Green Day, Dance with Somebody, Mando Diao, I Bet You Look Good on the Dance Floor von den Arctic Monkeys und du sollst bitte Boulevard of Broken Dreams übermitteln. 60 Sekunden laufen ab jetzt. Wer sieht denn aus? Wer hat denn so das im Gesicht praktisch? Ist irgendjemand praktisch gescheitert am Leben? Dann würde ich einfach ein Porträt machen. Also die kaputtesten, die ich kenne, ist jetzt hinten die Redaktion. Es könnte natürlich auch Last Resort sein, ne? Ich habe jetzt, da hinten sitzt Schmitty. Okay. Also auf jeden Fall kann man schon mal ganz klar ausschließen, es ist nicht I Bet You Look Good on the Dance Floor. Ja. Komm einmal auf diese Seite, bitte. Du sollst einen Indie-Rock-Song anhand eines einzigen Fotos erkennen. Zur Auswahl stehen Californication, Last Resort, Boulevard of Broken Dreams, Dance with Somebody und I Bet You Look Good on the Dance Floor. Welches Lied suchen wir? Also... Also so rein von der... Es ist alles andere als Californication, was ich da sehe. Boulevard of Broken Dreams könnte auch passen, könnte wie eine Lebensgeschichte wirken, die in einem Bild erzählt wird. Dance with Somebody könnte sein, weil er lieber säuft als tanzen. I Bet You Look Good on the Dance Floor. Auch das könnte eine Antwort darauf sein. Ich würde aber auf Last Resort tippen, weil das ist so, ja, das ist der letzte Ort, an dem ich mich zurückziehen kann. Leave me the fuck alone. Lockst du ein? Last Resort. Okay. Last Resort sagst du und das ist falsch. Oh. Hä? Moment, dann darf ich, also nicht, dass es zählt, aber ich will wissen, ob ich es richtig hätte. Boulevard of Broken Dreams. Ja. Das wäre richtig. Fuck! Und warum jetzt? Warum von Last Resort auf Boulevard of Broken Dreams? Aber Last Resort, das ist doch... Nein, aber Boulevard of Broken Dreams war ja dein Second Guess sozusagen. Ja. Warum? Warum? Ja. Weil einfach, das passt natürlich auch. Das ist einfach so, er sitzt da so, ne? Er hat sich das Leben immer so schön vorgestellt und jetzt sitzt er da an der Stinkebox. Wir kommen zur nächsten Runde und das ist Runde 3. Da geht es logischerweise um 3 Punkte und jetzt geht es um Comedy-Songs. Und der Song, den ihr übermitteln sollt, darf nur anhand einer einzigen Person aus dem Publikum übermittelt werden. Ja. Wer möchte das von euch beiden machen? Willst du machen? Aber wie das heißt, ich setze die Person dann dahin? Auf den Stuhl, genau. Okay. Oder? Also ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen. Für den Fall, dass irgendwer sich angegriffen fühlen könnte. Für die Assoziation, die ich sehe, die vielleicht... Ich muss ja mich jetzt viel mehr in Klaas reinversetzen, weil Klaas muss das ja vor allen Dingen erkennen. Hör mal ganz kurz zu. Also, ich hör dir zu. Es geht um Comedy-Songs. Comedy-Songs. Und zur Auswahl stehen Helge Schneider, Ich habe mich vertan, Otto Waalkes Friesenjung, Teddy Teclebran, Deutschland ist stabil, Reinhard Grebe Brandenburg oder die Doofen, ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Ich habe mich vertan. Aber der Song, den du jetzt sozusagen übermitteln musst, das ist von Helge Schneider, Ich habe mich vertan. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, jemanden aus dem Publikum zu finden, der vielleicht am Helge Schneider Song ähnlich sieht. Wer würde sagen, dass er eine Helge Schneider-eske Brille hat? Dann läuft.
Freitag mach ich Lotto, ich kreuze Zahlen. Können wir den Song ein bisschen lauter hören? Gesehen habe. Dann geh ich nach Hause, setz mich auf die Couch, gucke Fernsehen, bis am nächsten Abend die Lottofee erscheint. Und die sagt meine Zahl, 45. Ich bin Millionär. Ich habe mich vertan. Darf ich dich mit dem Bart haben, bitte? Ich habe mich vertan. Du, dein Bart ist Helge Schneider. Jetzt, hallo, wer bist du? Ich gehe. Christoph, freut mich, Joko. Christoph, komm wieder einmal mit. Du musst ihn jetzt platzieren, dafür hast du noch Zeit. Hallo, Christoph. Moin, komm mit, schnell. Kann ich dich bitten, um dich auf den Boden zu setzen? Auf den Boden zu setzen? Oder so? Und jetzt, pass auf, kriegen wir das irgendwie so hin? Oder leg dich mal hin? Ja, leg dich mal hin. 10 Sekunden noch. Pass auf. Gut. 5, 2, Schluss. Alles okay? Ist das okay für die Grüße? Ja? Ist bequem da unten? Christoph, vielen Dank, dass du mir... Nicht, dass er Liegeangst hat oder sowas. Gut, jetzt wollen wir mal sehen. Es geht um Comedy-Songs. Komm mal mit. Das ist Christoph. Hallo, Christoph. Folgende stehen zur Auswahl. Klaas. Hi. Dach. Helge Schneider, ich habe mich vertan. Otto Walkes, Friesenjung. Teddy Tecklebrand, Deutschland ist stabil. Reinhard Grebe, Brandenburg oder die Doofen, ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf-Sülze. Ja, am ehesten vielleicht, ich habe mich vertan, weil er ja also vermutlich mal geplant hatte, auf dem Stuhl zu sitzen. Also ich denke mal, also er hat einfach unterdessen praktisch, also einfach ja, vergessen, wie man so ein Gerät nochmal benutzt. Und nun sitzt er da am Kaffeetisch und denkt, irgendwas ist anders. Okay. Also ich denke, ich habe mich vertan von Helge Schneider. Und das ist richtig. Ja. Ich habe mich vertan. Vielen Dank. Alles okay, Christoph? Ja? Sorry, Christoph, danke. Dann Christoph, wir bringen dich einmal zurück zu deinem Platz. Riesen Applaus für Christoph nochmal. Vielen lieben Dank. Top gemacht. Danke dir. 3 Punkte für euch, seid ihr schon bei 4. Aber ihr müsst die letzten beiden Runden auf jeden Fall für euch entscheiden, weil ansonsten kommt ihr nicht über oder an die 9 Punkte. Runde Nummer 4 habt ihr zum Übermitteln dieses Wasserglas und den Kubus und von mir aus auch das Brett. Die Glosche nehme ich weg. Und es geht jetzt um, sage ich hier mal, Schlagersongs. Schlagersongs stehen zur Auswahl, 5 Stück an der Zahl. Ja. Ihr wechselt wieder? Schlagersongs kennen wir beide sehr gut. Ja, also wenn wir Auto fahren zusammen, hören wir nur Schlager. Ja, da haben die Gefühle nämlich Schweigepflicht. Folgende Schlagersongs stehen zur Auswahl. Helene Fischer, Atemlos. Rudi Carrell, Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Wolfgang Petri, Wahnsinn. DJ Ötzi, Ein Stern. Und Peter Maffay, Über 7 Brücken musst du gehen. Und den Song, den du übermitteln sollst, ist Wahnsinn von Wolfgang Petri. 60 Sekunden hast du Zeit. Ab jetzt. Darf ich das Wasser auch im Mund nehmen oder sowas? Das machen, was du willst, klar. Sag mir, wo bist du? Oh Mann, ich möchte nicht, aber ich weiß, dass ich es machen will. Wahnsinn. Kann ich auch was machen, wenn er guckt? Nee, das muss in den 60 Sekunden hier passiert sein. 40. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Pass auf. Okay. Darf ich das machen? Ja, logisch. Lass mich so. Pass auf. 20 Sekunden hast du noch, aber brauchen wir nicht. Ne? Nee, ich bin fertig. Das war's. Okay. Klass. Ich habe die letzten 10 Sekunden, die möchte ich mir anrechnen lassen auf ein anderes Spiel, weil ich bin ja fertig. Ja. Das geht nicht, aber schön. Gut, hol ich ihn mal. Hat das zweimal in meinem Song laut geknallt oder hier? Nee, das war ich. Ich hab wirklich gedacht, ich sollte die Brille abnehmen und gucken, ob ihr beide euch verwandelt habt, weil Klaas wieder seine Zaubersprüche angewandt hat. 5 Songs. Helene Fischer, Atemlos. Rudi Carrell, Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Wolfgang Petri Wahnsinn, DJ Ötzi ein Stern, Peter Maffay über sieben Brücken musst du gehen. Welchen Song siehst du hier? Also ich sehe Wahnsinn. In an instant. Willst du das einloggen? Ich logge Wahnsinn ein. Könnte sich ja auch darüber geärgert haben, dass der Sommer immer noch nicht da ist. Ja, natürlich könnte er das, aber das Wahnsinn. Wäre Wahnsinn, das so zu. Das wären 4 Punkte. Und damit wärt ihr noch im Spiel. Ihr kriegt 4 Punkte. Das ist richtig. Wahnsinn. Wolfgang Petri. Damit seid ihr bei 8. Gut gemacht, ne? Letzte und finale 5. Runde für 5 Punkte. In der letzten Runde geht es jetzt um Hip-Hop-Songs. Hip-Hop-Songs. Und ihr müsst diesen einen Song mit Hilfe dieses bezaubernden kleinen Bleistifts übermitteln. Und zwar auf diesem Zettel. Also das ist der Original-Bleistift, nur in der Größe mal im Verhältnis. Also damit könnt ihr darauf etwas machen. Finde ich gerade nicht so witzig. Warum? Weil das mit einer sehr herausfordernden Aufgabe verbunden ist. Stresst mich gerade. Die versauen mir gerade den Spaß an dem Gag, weil ich jetzt gleich damit arbeiten muss. Das ist ja. Aber ich schwöre dir, wenn du. Ja, mit einem privaten Moment von absoluter Leichtigkeit. Also ich werde jetzt. Darf ich mal in die Zukunft schauen? Nee, ich will nur ein bisschen hier an mich ranziehen, weil. Ja. Du spielst das gleich. Ich werde jetzt in die Zukunft schauen. Ich setze mich jetzt dahin, setze mir das auf und dann muss er den in die Hand nehmen und dann wird er sich langsam aber sicher in eine Art Lachanfall hineinsteigern. Ob er will oder nicht. Gut. Letzte Runde. Geht in diesem Fall um 5 entscheidende Punkte und euren ersten Vorteil in dieser Show für das Finale. Okay. Folgende Songs stehen zur Auswahl. Eminem, Lose Yourself. Aha. The Notorious B.I.G., Hypnotize. 50 Cent in the Club. Aha. Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot. Und Robin Thicke, Blurred Lines. Und du sollst bitte von The Notorious B.I.G. Ja! Hatte ich sofort eine Idee zu. Okay, Hypnotize. Ja. 60 Sekunden. Mach schnell, 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 schnell. Ah, besser Song. Wenn er sich so freut, dann muss man ihn machen lassen. Boah, sag mal, da kann man nicht mitmalen. Schreibst du einen Brief? Ne? Nee. Oh, ich hoffe, dass man das erkennt. Das meine du hast ja noch Zeit. Ich versuch's nochmal auf der anderen Seite. Kann ich das? Ich würde mir gerne offen halten, das am Ende nochmal drehen zu dürfen, weil der sehr schlecht schreibt. Ja, 30 Sekunden. Also das, was du am Ende nach oben hin legst, also die Seite, die nach oben zeigt, das ist die, die wir spielen, 20. Das ist besser. Sensationeller Song. Ja. Immer noch, 10 Sekunden. Du musst dich jetzt entscheiden, ist das... Legst du den da hin? Ja. Ich ärgere mich gerade richtig darüber, dass ich mich da nicht so eine Freude dran habe, weil ich so angespannt bin, wenn ich den Punkt will. Ja, den braucht ihr ja auch. Also, ihr müsst im Prinzip Runde gewinnen. Habe ich wirklich sehr gut gemacht. Ja, dann stell dich da hin. Darf ich mein Wasser noch mitnehmen? Ja, nimm das mit. Ja, alles gut. Ja. Klar, es geht um Hip-Hop-Songs. Zur Auswahl stehen von Eminem Lose Yourself, von The Notorious B.I.G. Hypnotize, von 50 Cent in the Club, von Snoop Dogg Drop It Like It's Hot und Robin Thicke Blurred Lines. Welchen Song glaubst du dort zu sehen? Ist nicht für dich, für die Zuschauer. Also das ist so ein Verwirrkreisel. Sag's einmal den Zuschauern zu Hause. Das ist Hypnotize. Was sagst du? Hypnotize, das sieht aus wie eine Spirale, die einen so verrückt machen soll. Es wären die entscheidenden 5 Punkte und damit hättet ihr euren ersten Vorteil. Und ich kann euch beiden sagen, herzlichen Glückwunsch! Möchtest du dir das mitnehmen? Einstellen? Kannst du mitnehmen? Steck dir den Bleistift hinter das Ohr. Es macht absolut Sinn. Und ihr gewinnt das erste Spiel. Ich mach mir den Bleistift hinter das Ohr. Wenn du irgendwas brauchst heute, Notizen oder so, sag mir Bescheid. Ich habe ihn hier. Kannst du ihn auch ins Ohr reintun? Ja, das wäre gefährlich. This is my quest.